Ludwig II., einer der schönsten und größten Filme, die je in Deutschland gedreht wurden. Unvorstellbarem Aufwand lässt der italienische Meisterregisseur Luchino Visconti das rätselhafte Leben Ludwigs II. An uns vorüberziehen. Die Nachwelt nennt ihn den Märchenkönig. Seine schwärmerische Liebe zu Elisabeth von Österreich. Doch, doch, sie haben sich tatsächlich verändert. Sie sind schöner geworden. Der schönste König in ganz Europa. Kommen Sie morgen auch wieder mit raus? Nein. 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 Dafür bezahlen sie dich. Nein. Und du wirst es tun. Nein. Durch die Intrigen am Hofe beginnt er mehr und mehr die Menschen zu hassen und die Einsamkeit zu lieben. Ich will sie eingesperrt werden! Alle! Alle! Mörder! Und frohe Weihnachten! Dank dir für alles. Seine Freundschaft zu Richard Wagner wird für Ludwig zur großen Enttäuschung. Sie versprechen den Himmel auf Erden, schwören ewige Liebe und dann... Kunst, dieser kleine, gerne groß. Verbittert und vereinsamt sucht schließlich Zuflucht bei seinen Lakaien. Was wünschen Sie? Die Regierung hat seine Majestät abgesetzt. Er macht sich nicht das Geringste aus mir. Und das weißt du ganz genau. Jawohl. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er nur dich liebt? Nein! Wer? Wer hat dir das gesagt? Oh, sei doch still, du dummes Ding! Luchino Viscontis, Ludwig der Zweite. Helmut Berger als Ludwig II. Romy Schneider als Elisabeth von Österreich. Trevor Howard als Richard Wagner. Und Silvana Mangano, Gerd Fröbe, Helmut Grimm, Umberto Orsini, John Mulder Brown und Sonja Petrova in Luchino Viscontis, Ludwig II. Ich bin ein Rätsel. Und ich möchte ein Rätsel bleiben. Für immer.